Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, beim letzten Mal haben wir hier, wir haben langsam so unsere Umbauten gemacht, nachdem wir die große Karte hier bekommen haben. Und in dieser Folge werden wir jetzt die Landebahn neu bauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das am schlauesten machen. Aber mein Plan wäre jetzt hier seitlich die anzubringen und dass wir dann die hier hinfahren. Bis wir alles vollgebaut haben, können wir die eh nochmal verlegen. Aber lasst uns das jetzt erstmal machen, würde ich sagen. Wir nehmen hier die mittelgroßen. Und setzen die jetzt eiskalt einfach. Eine hier so hin. Und den anderen hier so. Weil wir müssen natürlich auch überlegen, wie wir hier die Start- und Landebahn machen. Wie viele Bauarbeiter kann ich eigentlich mir hier zuholen? Wo waren denn die? Hier, Bau. Entlassene maximal. Wie viel habe ich denn? 119. Verhandeln wir mal. Die haben schon viel gemacht, ne? Wie schaut es mit Verträgen aus? Angebotene Verträge. Gibt es hier einen schönen für Bauarbeiter? Bluebird Buildings. Wie viel können wir denn? 149 Stundenlohn von 4 Dollar. Wie schaut unser abgeschlossener Vertrag hier aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo ist der? Da, Brickley. Wir zahlen 93. Uns wird beim anderen 4 angeboten. Und wir haben viel mehr Mitarbeiter. Und wir haben hier schon einen Dollar verreduziert, ne? Ich würde diesen Vertrag stornieren. Kann ich den nicht einfach nehmen? Ich muss erst den anderen Vertrag kündigen. Allsäglich. Ja, dann baut. Wir bauen das Flughafengebiet fertig hier oben. Die sind ja eh schon dran, wie es ausschaut. Und dann kündigen wir sie. Dann erst kündigen. So. Welche Richtung geht denn das nochmal? Dies geht in. Also, das ist. Arrival, Departure. Wir machen jetzt mal für beides. Oh Gott, wie mache ich denn das jetzt am schlauesten? Wir brauchen jetzt. Das müsste so angebunden werden. Ist denn das andere Stück? Scheint so. Dann brauchen wir am Ende wieder. Ende brauchen wir gerade Stücke, weil einfach Endstück hier oben, da wollen wir nicht so weit fahren. Und ihr kriegt noch in der Mitte eine Bahn. So, okay. Und jetzt wird es teuer, weil jetzt bauen wir die Straße und ich will diesmal eine große bauen, einfach. Einfach, weil ich kann. Wie viel kostet mich das? 80.000, 120.000, 400.000, 600.000. Ach du heilige Scheiße. Okay, tun wir mal hier raus, was hier die Mitte ist. 20 breit bedeutet, das ist 10 und dann müsste das auch 10 sein. Dann ist das die Mitte. Und
Und wenn wir hier erstmal so eine breite Bahn durchbauen, sind wir doch fürs erste Mal bestimmt durch. Das muss jetzt 8 breit sein, ne? 8 breit. Bisschen teuer, aber was soll's. So. Und hier auch angeschlossen. Natürlich nach hier unten auch anschließen. Oder ich sollte vielleicht hier ein bisschen höher bauen. Nein. Jedes Mal wieder. Jetzt fangen wir hier drüben auch direkt an. Irgendwann sowieso wird so alles eine Bahn hier werden, einfach weil ich es kann. So, okay. Das ist riesig. Das Problem, was halt aktuell jetzt noch ist, ist fürs Erste, dass ich halt nur eine Bahn habe. Und ich würde halt das gerne bis hier draußen erweitern und dann kann man hier doppelspurig fahren. Das wäre die Idee dahinter. Und dann tue ich die Kleine hier auch noch daneben setzen mit zwei Spuren. Da werde ich vielleicht ein bisschen anders machen. Aber wir haben ja trotzdem prinzipiell immer dasselbe Problem am Ende, dass das schweineteuer alles hier ist. Wo bauen sie denn gerade überhaupt? Wo sind denn die Bauarbeiter schon wieder? Jetzt laufen die schon wieder zurück. Wo sind denn? Die holen das Zeug ab. Au. Deswegen braucht man Mitarbeiter. Die müssen das Ganze... Kann man nicht... Warum gibt es denn keinen Bau-LKW zum Beispiel, der dann einfach über die Weltkarte verdüsen kann, um das ganze Zeug zu machen? Das wäre doch noch relativ sinnvoll, oder? Aber wenn man sich anschaut, was für tonnenweise an Leuten hier mittlerweile anstehen. Also, holy shit. Ist der Fragezeichen hier ein neuer Tutorial-Fenster? Das kommt mir neu vor. Also wir müssen hier seitlich auf jeden Fall noch einiges erweitern, um hier zweispurig fahren zu können. Vor allem, wenn die großen Maschinen da sind. Die haben natürlich eine eigene Größe. Danach können wir nicht mit dem neuen Terminal vielleicht auch mal anfangen. Dass das alles mal gut läuft. Schau die großen Maschinen an. Die haben halt echt schon 1, 2, 3... Geh mir nicht im Weg, ich versuche was zu rechnen hier. Eine Breite von 9. Okay, ich habe zum Glück ja 20. Bedeutet, ich gehe von außen 5 rein und ziehe dann meine Linien. Und dann sollte das alles gut klappen. Dann sollte das gut klappen. So, jetzt müssen die aber erstmal hier alles fertig bauen, weil hier ist viel zu tun. Und dann wird nicht auch der kleine Flughafen vom großen so ein bisschen, sagen wir mal, gesplittet. Weil wir werden wahrscheinlich die kleinen hier vorbauen. Aber dann ist das hier so ein Bewegungskreuz. Und dadurch, dass dann alles von hier... Oh, ich muss hier auch alles erweitern. Au, das wird noch spannend. Weil, so gut ich das jetzt dann auch baue, das Problem wird dann auf einmal dieser Chokepoint hier. Weil einfach das Flugzeug will hier drauf fahren dann, um zu starten und die gelandeten Flugzeuge wollen den Weg wieder zurückkommen. Also ist klar, wo dann hier der Chokepoint im Ende entsteht. Na komm, baut schneller, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Genau, wir müssen hin. Das wird alles nochmal eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Genau, ich wollte ja auch mal das Sicherheitssystem nochmal überarbeiten für die
für die Rucksäcke, weil ja hier irgendwie anscheinend das Ganze nicht so ganz funktioniert, wie erhofft. Also da kann ich es verstehen, warum. Da ist ja keiner dran. Was soll denn das? Da arbeitet ja gar keiner. Ah ne, ihr macht es auch automatisch. Person muss nicht da sein. Aber ich verstehe nicht, warum unser System hier. Hier, gefährlichst war so mutlich auf Flug CC645 verladen und ein Sicherheitsbericht der Regierung wird vermutlich folgen. Was soll ich noch Besseres an Sicherheit hier machen? Ja. Mail-System. Das wird versucht aufgrund eines Sicherheitsverstoßes. 5000 belegt wurde. Bei einer Airline an ihrem Flughafen hat uns ein Koffer gemeldet, der verbotene Gegenstände enthielt und trotzdem verladen wurde. Dies wurde erst nach dem Start bemerkt und hatte eine Notlandung zur Folge. Wir empfehlen, den korrekten Aufwand Ihres Gepäckbandes zu überprüfen, um zukünftig derartige Zwischenfälle zu vermeiden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir derzeitige Flughafenwertung um einige Punkte reduzieren und zukünftige Sicherheitsverstöße in Gefängnisabfertigung weiter Strafen nachvollziehen. Wenn wir das allein schon loskriegen, sparen wir so viel Kohle. Die Frage ist, wo ist das Problem? So, das müsste ja unter Security hier sein. Das sind automatische Passkontrollen, das sind Passkontrollen. Da geht es um ganz andere Sachen. Das sind die. Das hat die vor. Die Kleine, die ist noch so knuffig. Dann kommt die und dann kommt die hier. Aber wir wollen ja die Gepäcksicherheit anschauen in dem Fall. Und bei. So, das sind die verschiedenen Scanner in dem Fall. Die müssen ja alle gereiht werden, wenn ich mich nicht irre, ne? Schau mal, vielleicht steht was im Tutorial drin. Kann ich hier Checkliste, bla bla bla. Mann, ey. War das irgendwie kurz zu? Kann ich hier irgendwie. Weiter, bla 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 bla. Hier. Erstelle eine Flughafenpolizeipatrouille, bla. Ich hätte gerne. Flugmonitor, was ist mit dem Flugmonitor los? Verspätet. Zusammenhängende Benachrichtigungen, okay. Aber da geht's viel ab. Da siehst du, wie viele Leute ein- und aussteigen, okay. Schon wieder, da sind schon wieder 5000 weg, einfach so, puff. Das macht einen doch fertig. Ah, die Straße wird langsam, okay. Wir haben noch nicht mal ansatzweise die Flugkapazität von uns erreicht. Aber irgendwie werde ich zufrieden, dass es wahrscheinlich ist, dass die Fluggesellschaft wiederkommt. Also ein paar sind sehr gut gelohnt. Die hier zum Beispiel gar nicht. Was ich nicht so ganz verstehe. Vielleicht wegen diesen Vorkommnissen. Warteschlangen ansehen. Okay, was ist das hier? Gepäckbandansicht. Raumansicht. Zonenansicht. Ja, okay, das sind die Zonen. Flugplan. Pünktlich Boarding ab. Ah, guck mal, das sind meine ganzen Flüge. Cool. Neue Vertragsverhandlungen. Ja, für die habe ich alle Vertragsverhandlungen offen. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie ich das mit denen handeln soll. Ich habe absolut keinen Plan. So, jetzt schauen wir mal. Irgendwas müssen wir doch hier dran machen können. So, was ist jetzt hier das Problem dran? Irgendwo konnte man hier. Ich habe irgendwas mal gelesen. Wo war denn das? Safety, schau mal. Stufe 1, so, Sicherheitspersonalfähigkeiten. Betriebssicherheit, okay. Kürzlich von einem Stufe 1 gescannte durch. Verbessern Sie die Bewertungen, indem Sie alle Gepäckstücke durch einen Scanner der Stufe 1 leiten.
Stufe 2. Kürzlich von einem Gepäckscanner der Stufe 2 korrekt erkanntes Gepäck. Verbessern Sie die Bewertung, indem Sie verdächtiges Gepäck, das von einem Scanner der Stufe 1 ausgesondert wurde, durch einen Scanner der Stufe 2 leitest. Verschlechtert sich, wenn von einem Scanner der Stufe 1 freigegebenes Gepäck hindurchgeleitet wird. Okay. Jetzt hier. Kürzlich durch einen Gepäckscanner der Stufe 1. Verbessern Sie die Bewertungen, indem du sehr verdächtiges Gepäck, das von einem Scanner der Stufe 2 ausgesondert wurde, durch einen Scanner der Stufe 3 leitest. Genauso wie wir es machen. Verschlechtert sich, wenn ein Scanner durch eine Stufe 2 freigegebenes Gepäckstück durch den Scanner leitet. Okay. Verbessert die Wertung, indem du gefährliches in einen Gepäckzerstörer leitest. Verschlechtert sich, wenn ungefährliches Gepäck zerstört wurde. Ja, aber warum sind jetzt die so schlecht? Also wenn ich das richtig verstehe. Stufe 1 erkennt falsch, deswegen leiten wir es durch eine Stufe 2. Wenn ein Stufe 2 sagt, nee, passt nicht, leiten wir es durch eine Stufe 3 durch, der sich das dann nochmal anschauen soll. Und wenn der Stufe 3 sagt, nee, das ist zu gefährlich, dann soll er das hier reinleiten. Richtig? Richtig. So, aber warum zur Hölle sind dann die Stufe 3 mit 61% bewertet? Liegt es am Sicherheitspersonal? Ach, schau dir mal Bewertungen an, die sind ja grottenschlecht. Gepäck wird vom Gerätscanner erkannt. Also, was uns immer klar sein kann, das hier ist auf jeden Fall das Gepäck, was ja abgeladen ist. Bedeutet, das ist das Gepäck, was zu uns ankommt. Und wir scannen es einfach safe die halbe nochmal durch, checken, ob da was Böses drin ist oder nicht. Das hier ist das ganze Gepäck, was rausgeht. Weil es geht hier raus und wird dann gescannt und wird dann aufgeteilt dahin, wo das Flugzeug ist. Warum zur Hölle ist jetzt hier ein Fehler? Hier ist kein Fehler. Alles, was rot ist, wird hier reingeleitet. Schon wieder. Aber es ist ja die ganze Zeit so. Was könnte ich denn noch verbessern? Sind es zu viele? Muss ich dafür ein zweites System einbauen? Die Energie ist sehr niedrig. Angriff verringert sich, wenn sie arbeiten. Energielevel beeinflusst die Produktivität. Aha. Warum ist sie die jetzt so ausgelaugt? Wir haben noch genug Sicherheitspersonal-Mitarbeiter, oder? Sag bitte nicht nein. Please don't say. Flugpassvertrag, Sicherheitsbeamte haben wir um einiges mehr. Dann geh, mach Pause. Wir haben einen Pausenraum oben. Wir haben hier einen riesigen Pausenraum. Chill. 180 Quadratmeter hier. Hier haben wir nochmal 32 Quadratmeter. Und die haben wir noch nicht mal ausgenutzt. Ich weiß nicht, was die haben. Also irgendwas mache ich falsch. Ich check's noch nicht ganz. Wie schaut's hier aus? Passt soweit. Wir können ja schon mal die Kabel ziehen. Die Wege ziehen. Die für Erstwege sozusagen. Ah ja, stimmt, da gibt's gar keine Mitte. Fuck. Zwei. So, wenn das die eine Seite ist. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, das ist jetzt scheiße. Wie ist es, wenn ich jetzt hier sage? Ich glaube, das war irgendwie so die Mitte hier. 10 Quadratmeter, genau. Dann sind das 5. Bedeutet, wenn wir den Streifen noch dazu nehmen fürs Erste, kostet das nochmal ein bisschen was. Hallo Flugzeuge. Vielleicht sollte ich ein zweiter noch dazu nehmen, ne? So hier. Das sind so 100.000 nochmal, aber scheiß drauf. Dann kann ich das ja rein theoretisch schon zweispurig designen, ne? So.
Ja, schaut vielleicht jetzt doof aus, aber... besser als anders. Und dann müssen wir die hier... hier im Rand entlang designen. So, wir machen hier gleich noch Verbindungen, so. Gut. Also das wird jetzt ein complicated Gateway, aber scheiß drauf. Fürs Erste sollte es passen. Weil somit kann man halt wirklich überall dann hinfahren, ne? Was hat denn das? Linksteil. Ja, okay. Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Beim nächsten Mal öffnen wir dann hier die neue Landebahn und Startbahn und vernichten die alte hier, schauen, dass wir einen Platz reinkriegen. Dann werden wir ja auch noch Straßen wahrscheinlich verlegen müssen, um das Ganze ein bisschen accessible zu machen, wie man so schön sagt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.